Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Stefan kocht. Heute Rinderhüftsteaks, 21 Tage gereift, irgendwas mit Go Green, auch noch weniger Kunststoff, extra Steakpfeffer, gut. Vorhin bei Rewe gekauft, soll wohl gut sein. Da ist zwar Steakpfeffer drin, ich werde aber den Original Blockhaus Steakpfeffer nehmen, den habe ich schon länger hier, sehr lecker. Und dazu meine Lieblingssoße aus der Reihe Made for Meat, Barbecue Smoked Pepper. Das Ganze bereite ich zu im Tefal Opti-Grill, kennen bestimmt viele Leute das Gerät. Das ist eine Art Kontaktgrill, man klappt ihn auf, da kommt ein bisschen Bratfett rein, damit das Ganze nicht anbrät. Dann legt man das Steak hier hin, klappt zu und über Sensoren weiß das Gerät, wie dick das Fleisch ist und dementsprechend macht es die Temperaturen genau richtig, damit das Fleisch so wird, wie man es haben will. Man sagt vorher, was es werden soll, also Hamburger, Geflügel, Sandwiches, Schweinefleisch, Rind oder Fisch oder manuelle Sachen. Und dann startet man die Sache und in dem rechten Display ist ein Punkt in verschiedenen Farben und je nachdem, wie die Farbe sich ändert, ist das Fleisch dann Medium, Well Done oder eben am Anfang Englisch oder Britisch oder so, also auf Deutsch gesagt die Stufe, wo man es neben den Grill legt und nicht auf den Grill. Feine Sache, habe ich schon ein paar Jahre. Mittlerweile gibt es auch schon Nachfolgemodelle mit mehr Programmen, auch für Gemüse und vegetarisch noch mehr, größere Fläche, mit Digitalanzeige, mit App und was weiß ich. Aber ich habe noch ein Basismodell vor ein paar Jahren mal für, ich glaube, 110 Euro oder so gekauft. Und ich bin damit sehr zufrieden. Gut, packen wir die Steaks mal aus. Ich packe die Steaks jetzt aus, mache ich ohne Kamera dabei, weil es mit einer Hand natürlich ein bisschen schwierig ist mit den Verpackungen. Aber vorher kommt ein bisschen Bratfett hier drauf. Gut, ist vielleicht ein bisschen viel geworden, egal. Wie gesagt, damit das Fleisch nicht so anhaftet. Deswegen sollte man das machen. Da unten, das ist eine Fettauffangschale. Wenn auch da Bratensaft rausläuft oder so, das kommt dann alles da rein. Dann starte ich das jetzt schon mal. Und wir wollen Rindfleisch. Das hat den Vorteil, dass die Sache jetzt schon vorheizt. Wird einen Moment dauern, da hinten qualmt es dann gleich auch ordentlich. Ich denke mir manchmal, es ist ein Wunder, dass der Feuermelder nicht losgeht, so wie das ab und zu qualmt. Da haben wir die Steaks. Jetzt noch mit Küchenpapier trocken tupfen, bevor sie in den Grill kommen. Ich glaube, das muss man so machen. Der größte Kochexperte bin ich jetzt nicht, aber ich glaube, das Trockentupfen ist eine gute Idee. So. Ich bitte auch, meine Kochvideos nicht ganz so ernst zu nehmen. Die sind natürlich auch ein bisschen in die Kategorie Humor gedacht. Also nicht, dass man denkt, ich wäre jetzt hier der Star-Koch und was weiß ich und da. Der Gedanke ist halt, ein wenig Abwechslung in meinen Kanal zu bringen. Auch inspiriert von der Serie Pete's Meat kocht auf dem Pete's Meat Kanal. Ja, das Ganze heizt vor. Schauen wir mal. Dann geht es bestimmt gleich los. Ja, ist schon gut warm. Wie gesagt, das Ding durchläuft die Stufen automatisch. Also richtig scharfes Anbraten am Anfang. Danach wird es dann halt ein bisschen weniger heiß, damit es gut durchgart und so. Und je nachdem, welche Farbe es da hat, kann man es halt dann Medium oder Well dann rausnehmen. Manche Leute essen ihr Steak ja auch gerne blutig. Also zu sehr durch darf es nicht sein, dann wird es zu trocken. Ein bisschen blutig in der Mitte ist okay. Ich sag immer, man muss die Blutgruppe von dem Tier noch schmecken können. So lange kommt auf den anderen Teller schon mal die Soße. Schmeckt gut, nur vom Original-Ententeller das Essen.
So, das sollte gut reichen für die beiden Steaks. Müsste auch gleich soweit sein hier. Ja, der qualmt es schon gut. Da. Wie gesagt, ich denke manchmal wirklich ein Wunder, dass der Feuermelder nicht losgeht. So wie das qualmt mit dem Steakgrill. Aber andererseits besorgt mich das auch ein bisschen. Wer weiß, ob der Feuermelder überhaupt funktioniert. Ja, das Piepen war das Zeichen, das Gerät ist fertig. So, drauf mit den Steaks. Und los. Warum ich diesen Tefal Opti-Grill nicht öfter verwende, weil es danach immer eine große Arbeit ist, das Ding wieder sauber zu machen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ja, ab und zu verwende ich ihn doch. War auch eine tolle Anleitung bei, wo allerhand erklärt wird und auch Rezepte drin sind. Wie gesagt, mittlerweile gibt es schon modernere Versionen mit allen möglichen Funktionen und App-Unterstützung und so. Aber ich bin mit dem zufrieden, wie er ist. Ist halt danach immer nur eine recht große Arbeit mit der Spülerei. Mit dem ganzen Fett da drin und so, obwohl es schon unten rausläuft, aber die Kontaktflächen halt, die nimmt man dann raus. Also die kann man ausbauen mit zwei Handgriffen und dann spülen und so, aber trotzdem ist schon ein bisschen umständlich. Und man sollte sich auch bewusst sein, dass die Küche dann auch die nächsten ein bis zwei Tage danach riecht, nach dem Gegrillten. Noch ist es grün, also ist noch keine Garstufe erreicht. Wenn es auf Medium gleich springt, wird es wohl piepen und gelb werden. Ich werde das Video auch ein wenig schneiden, damit es nicht ganz so lang wird. Jetzt ist es umgesprungen. Wer es britisch oder englisch oder wie auch immer das heißt mag, ist jetzt gut bedient. Man kann auch kurz reinschauen. So sieht es jetzt aus. Okay. Lassen wir es mal weiter braten. Den Pfeffer und das Salz und sowas, jetzt ist es Medium. Pfeffer und Salz tue ich erst dran, wenn ich es rausnehme, weil es ansonsten ja jetzt schon alles verbrennen würde. Wie gesagt, der größte Koch bin ich nicht, aber so manches hat man ja doch aufgeschnappt. Pfeffer, wie gesagt, der Blockhaus Steak Pfeffer. Alternativ nehme ich auch gerne den geschroteten. Salz nehme ich das Jodsalz, der Gesundheit zuliebe. Wenn es jetzt gleich nochmal piept und umspringt, dann ist es fertig für mich. Denn ich nehme es gerne immer auf der Stufe, also genau der Übergang zwischen Medium und Well Done. Dann ist es noch nicht ganz so durch. Ja. Wie gesagt, es sind Sensoren, die die Dicke des Fleisches messen. Und dementsprechend genau die Garstufen und alles und die Einwirkzeit berechnen. Auch für andere Programme, jetzt wie gesagt Sandwiches. Schweinefleisch habe ich auch schon oft darin gemacht, gibt es ein anderes Programm. Fisch ist jetzt nicht so mein Fall. Aber man kann halt tolle Sachen damit machen. Sind auch allerhand Rezepte und so. Und ja, wie gesagt, ich würde es noch viel häufiger verwenden, wenn das Reinigen nicht so aufwendig wäre. Man sieht vielleicht hier, dass das Fett auch rausläuft. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt erkennt in dem Video. Das läuft unten in dieser Auffangschale. So, gleich sind wir soweit. Wie gesagt, neuere Modelle haben wir schon digital anzeigen oder übertragen das auf die App und dann kann man das per App verfolgen und so. Ja gut, ich bin so zufrieden, wie es ist. Ich glaube, ich habe das Gerät, ich weiß nicht, 4-5 Jahre vielleicht. Ja, eher 4, glaube ich. Jeden Moment springt es um. Ist schon relativ dunkel, das Orange da vorne. So, so will ich es haben. Machen wir aus. Klapp auf. Man sieht,
Das rechte ist ein bisschen weniger durch als das linke, weil es dünner war. Da hat die Hitze dann, wurde ich so eingewirkt. Also generell hätte ich es jetzt vielleicht zweimal starten sollen, weil die unterschiedliche Dicken haben. Also erst das eine, dann das andere. Mache ich normalerweise auch. Da sieht man das Fetttropfen da unten. Aber ich wollte halt jetzt zügig vorankommen, weil es auch schon recht spät ist heute. Deswegen habe ich jetzt mal beide gleichzeitig rein. Normalerweise hätte ich es jetzt in zwei Durchgängen machen müssen. So. Rüber damit. Das Fett bleibt da. Sehr gut. So. Strom aus. Das Ganze kühlt jetzt ab. Und wenn es abgekühlt ist, mit dem Griff hier an der Seite, kann man dann, da oben ist auch einer, diese Metallflächen rausnehmen und dann ab in die Spüle damit oder eben in die Spülmaschine. Und das Ganze putzt man dann ein bisschen. So. Da haben wir die Steaks. Salz und den guten Pfeffer. Ich bin ein großer Freund von Gewürzen, also nach dem Motto lieber zu viel als zu wenig. Und auch ein großer Freund von Steaksoßen. Ja, soweit so fertig. Das war Kochvideo Nummer 4. Nach Toasti und Schweinemedaillons und Spaghetti Bolognese oder Spätzle Bolognese waren es heute Steaks. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch Anregungen gegeben. Auf diesem Kanal gibt es auch noch viele andere interessante Videos, hauptsächlich zu den eher unbekannten Sehenswürdigkeiten in Bielefeld.